Herzlich willkommen in Dänemark. Ich bin Michael Löhr und möchte euch heute zeigen, wie unsere Autopilot funktioniert. Bestehend aus der Bimetallfeder, die im Brennraum hinter der Umlenkplatte montiert ist, und die Luftschiebereinheit aus dem Regelknopf, mit dem ich dem Ofen mitteile, was ich von ihm erwarte: volle Leistung, geringste Leistung oder irgendetwas dazwischen. Und der Rest funktioniert automatisch. Durch Zunahme der Abgastemperatur, das demonstriere ich hier, bewegt sich wie von Geisterhand die Automatik und schiebt den Luftschieber herunter, um dann Querschnitte für Primärluft, Sekundärluft und Tertiärluft zu öffnen oder zu schließen. Teil sieht auch so aus, dass aus diesem Spalt meine Scheibenspülluft kommt. Das ist meine Tertiärluft und mit zunehmender Temperatur ist die Primärluft jetzt verschlossen. Das heißt, jetzt halten wir die Brennraumtemperatur aufrecht, so lange, bis die Temperatur wieder fällt. Dann würde er wieder öffnen, Temperatur steigt und er macht wieder zu. Und somit wird der Kaminofen wie von Geisterhand völlig automatisch geregelt. Der Endkunde kann nichts verkehrt machen. Der Ofen brennt so perfekt, wie er sein kann. Bitteschön.